Kommersant und jetzt gehen wir den Wasserfall noch angucken, weil den haben wir verpasst und das holen wir jetzt nach. Ja, da geht das Wasser runter. Ich bin ganz oben. Noch. So, nochmal von einer anderen Perspektive. Ah, hier bläst den ganzen Sand runter. Vom Wasserfall läuft man flussabwärts und dann kommt links eine Schlucht. So, jetzt sind wir schon in der nächsten Schlucht. Schön ausgewaschene Steine da unten. So, ab hier geht es wieder hoch. Nach dieser Perspektive. So, und hier muss man rüber. Und da hoch. So, von da unten sind wir gekommen. So, manche gehen unten durch. Einfach nur schön. Ausgewaschener weißer Stein. So, jetzt bin ich auch noch schnell runter und es sieht fantastisch aus. Hier wurde alles ausgewaschen. Weiß, Steine. Man kann fast runter rutschen. Die gehen oben durch. Ich laufe jetzt mittendrin da runter. Und das ist ja nur hier möglich, wo nicht immer so viel Wasser fließt. Ja, jetzt da muss man ein bisschen Klettergeschickt haben, ja, wie ihr seht. Aber der Mann, das ist ja der Karate-Tiger, der kann den Spagat da ganz locker vom Hocker. So, ich bin wieder oben und jetzt noch die Perspektive von oben. Wunderschön. Diese Seite noch. Herrlich, da geht die Sonne schon unter. So, noch dadurch hier durch. Wir sind auf dem Rückweg. Sieht nicht mal so schlecht aus. So, guten Morgen. Könnt ihr wieder mal mein Gesicht sehen? Wir sind gestern ja dann noch ein Stück weiter gefahren, runter zu einem Fluss und dann kam aber die Polizei und hat uns wieder verjagt, weil wir zu nahe an der algerischen Grenze waren. Dann mussten wir noch ein bisschen weiterfahren. Ja, jetzt fahren wir wieder zurück nach Tousseur und ich hoffe, ich komme noch bis dahin, weil mein Tank ist leer. Und dann schauen wir mal, was wir machen. Ein Kamelwarnhinweis. Ja, hier muss wohl alles mal unter Wasser gewesen sein, weil was übrig bleibt, ist das Salz. Das muss mal ein See gewesen sein. Da kommen die Kamelherden. Ist das nicht schön? Ach, wir haben einen schönen Platz gefunden und da kommt schon die Polizei. So, die Jungs fahren wieder davon und wir dürfen hier stehen, ganz allein für uns, gerade vor Tousseur, eigentlich angrenzend. Ich verfolge gerade zwei Reiter, leider bin ich ein bisschen zu spät, aber ihr seht sie vielleicht, Kamelreiter und Pferde. So, wir sind weiter unterwegs Richtung Nefta, noch mehr in den Süden. So, jetzt sind wir im Nefta, der Nefta gelandet auf einem Markt und ich habe 5 Kilogramm Mandarinen gekauft für sage und schreibe 1,20 €. So, wir fahren jetzt einfach mal durch die Palmengärte. Das ist so, man kann da runterfahren und so rundherum. Und es gibt immer wieder Wege zwischendurch. Sieht schön aus, sogar Blumen hat es. So, wir laufen jetzt hier in der riesigen Oase und man kann hier stundenlang rumlaufen. Es
vor allem der Länge nach. Wir sind jetzt quer durch und sind jetzt ans andere Ende gekommen. Aber es ist ein Riesengebiet und echt wie im Wald. So, jetzt sind wir am anderen Ende raus und jetzt sind wir schon in der Wüste. So, wir machen mal einen Spaziergang durch diese schönen Gärten. Und Anderle! Jetzt ein Stück auch zwischen den Häusern durch. Ab und zu kommt ein Auto. Sind wieder zurück in den Garten. Hier scheint es mir wie so, wenn jeder seinen Garten hat, wie bei uns die Schrebergärten. So pflegt jeder ein Grundstück, wo er Datteln hat und sonstiges Zeug. Wir fahren jetzt weiter von Nefta, 20 Kilometer hoch, zu diesem Star Wars Platz. Vermutlich nichts Besonderes, aber wir fahren jetzt da einfach hin. Wir haben ja nichts Besseres zu tun, oder? Jetzt sind wir wenig außerhalb von Nefta und weiter hinten kommen schon wieder die Berge. Dahinter ist vermutlich wieder Algerien. Und jetzt geht es da einfach zu den Bergen eigentlich. Ja, Mama kommt man nicht weiter, weil ein LKW da dreht. Das geht mir manchmal auch so. Die sind da die Straße am machen. Zehnmal hin und zurück. So, der LKW ist weg, aber da vorne, wie komme ich denn da durch? So, der weist mich hier durch. Ist ein bisschen eng, aber ja, wird schon gehen. Jetzt versacke ich im Sand. So einfach kann es sein, ne? Mitten durch die Baustelle. Und jetzt weiter an den Teilen vorbei. So, als Belohnung habe ich jetzt eine neue Straße. Schaut mal, für mich ganz alleine, frisch geteert, extra für mich. Die wussten, dass ich heute komme. Wurde nicht ganz fertig, aber es sieht doch toll aus. So, jetzt haben wir etwa 10, 15 Kilometer hinter uns. Und jetzt ist die Straße so langsam weiß. Aber immer noch frisch geteert. Für die Touris. So, von Weitem sieht man jetzt die Star Wars Stadt, sage ich mal, und die Touris werden hierher verfrachtet. Und da sind natürlich jetzt alle Stände und jeder will wieder was verkaufen. Ja, mitten in der Sandwüste. So, sind wir hinten rumgefahren. Ja, das ist jetzt die Star Wars Stadt. Hä? Rundherum Sanddünen. Und da hinten meine Wölfe und die Pferde. So, das erste Kamel kam schon und meine Hunde haben mich da gleich beschützt. So, Heil und Angie haben wieder einen neuen Freund gefunden, einen interessanten, mit Heil muss immer gucken, was das ist. Hä? Ja, der bewegt sich nicht. Hä? Er scheint sich gewöhnt zu sein. Ein alter Kerl vermutlich. Die ist aber mutig. Das Kamel ist schon 15 Jahre alt. Ja, große, ja.
Darum ist es ruhig. Was weißt du? Deutsch? So, das ist jetzt die Star Wars Stadt. Neatrappe. Und so sieht es von innen aus. Ein bisschen Pappe, ein bisschen Verputz und schon steht das so wie. Und lässt sich gut vermarkten. Ja. Hier werden dann massenweise Touristen hierher befördert, vor allem Chinesen kommen jetzt aktuell, die Europäer ja nicht mehr so. So, Hollywood ist hier in der Zeit stehen geblieben. Aber wir laufen jetzt weiter. Und hier die ganzen Händler, die dürfen natürlich nicht fehlen. Die sind überall da, wo wir halt hinkommen. So, das war's vom Star Wars. Einfach ein bisschen Kulisse. Ja, man kann es sehen, muss aber nicht. Ja, wir gehen jetzt weiter. He? Da soll es noch ein Museum irgendwo geben, habe ich auf Maps mir gesehen. Mal schauen, ob ich das finde und was das überhaupt ist. Vermutlich nichts.